Jetzt Concentration, Leute. Wir konzentrieren uns darauf. Siehst du, das ist wieder mega laut, das Spiel. Ich mache ein bisschen leiser. Wir konzentrieren uns darauf, wieder uns mit kleinen Hündchen zu beschäftigen. Unsere kleinen Puppies sind wieder da und können eventuell... gezähmt werden? Kann man das so sagen? Wir dressieren sie, okay? Na, da kommen sie ja! Oh! Alle meine Hundis! Finde einen Platz... Was? Was stand da? Finde einen guten Standort am Waldweg für einen Wurfscheibenpark. Ach stimmt, das war meine letzte. Aber guck mal, sind meine Hunde nicht süß? Achte darauf, deine Welpen zu füttern. Ja, mach ich ja. Mach ich ja, Mama. Hier. Hat denn jemand... Die sind doch alle schon satt. Niki, mach nicht so einen Stress hier. Guck mal, die sind alle happy. Total artgerecht, hä? Wieso? Nur weil die so aussehen, wie sie aussehen? So, ich nehme mal Hermes mit. Dann können wir gleich noch ein Paket abliefern. Verstanden, wegen Hermes. Paketversand. Es ist zu spät. Kannst du die Musik noch leise machen, Toffi, bitte? Ja, klar, kann ich machen. Moment. Mach noch einen Ticken leiser. So. Ich hoffe, jetzt ist es besser. Dünn wie so, wie so eine Makrele. Aber solche Hupen. Ja, hatte Toffi früher. Solche Hupen. So, dann gehen wir mal ein bisschen spazieren, Leute. Was ist dein Lieblingsspiel aller Zeiten? Rob gezockt, du bist noch nicht so lange hier auf dem Kanal. Das habe ich, glaube ich, auch schon öfters mal beantwortet. Aber ich beantworte es dir gerne nochmal, falls du das noch nicht mitgekriegt hast. Final Fantasy IX. Final Fantasy IX ist mein absolutes Lieblingsspiel. Es gibt nichts, es kann auch kein neues Spiel mehr kommen, das das toppt. Weil es halt einfach, das ist meine Kindheit gewesen. Eins der ersten Spiele, die ich gespielt habe. Es ist meine Kindheit. Was ist da als Tipp gestanden? Nein, das hast du gesagt, Niki. Das habe ich so verstanden. Oh, ein Knochen. Erstmal loben hier, ne? Oh, hast du toll gemacht. Fein, ihr Hund. Habt ihr den Rollerfahrer draußen gehört? Ich habe meinem Bruder immer als Kind bei Final Fantasy VII zugeguckt. Das ist tatsächlich etwas, was ich auch damals in der... Der hat da hingeschissen. Muss ich das jetzt aufsammeln? Wäre realistisch, oder? Wenn ich jetzt eine... Ich müsste Beutel dabei haben. Ich habe die nicht, mitgenommen. Wer mal muss, der muss eben. Kann ich den Kackhaufen sehen? Da ist doch gar nichts. Du, wo hast du hingeschissen? Zeig mir das mal. Wo ist das Häufchen? Ja, zeig mir mal. Ich wollte es halt nur wissen. Ich muss es doch eigentlich wegmachen, oder? Ich habe ihn gehört, aber ich höre gefühlt immer alles. Deswegen darf ich auch nicht furzen im Stream, ne? Das, Jana hört das immer. Nee, aber das haben wir tatsächlich früher ganz oft gemacht. Wir haben anderen Leuten beim Spielen zugeguckt, tatsächlich. Weil als ich klein war, gab es keine Computerspiele. Also Computer waren da halt... Wir hatten einen Computer für die Familie und Computerspiele, so weit waren wir nicht. Ich bin mit Windows 98 aufgewachsen. Da gab es nur so gute Computerspiele, gab es da nicht. Ein paar 0815-Dinger, aber so richtig gute gab es halt nicht. Also zumindest nicht so wie heute. Und da haben wir tatsächlich uns mit Freunden getroffen, die eine Konsole hatten und haben teilweise wirklich dann zugeguckt beim Spielen. Das war schon irgendwie so ein bisschen Kindheit. Oh, ich glaube, hier sind wir richtig. Ich sehe eine große Lichtung auf der anderen Seite dieser Felsen. Das ist die perfekte Gelegenheit, um Gehorsam zu nutzen. Wir wissen, was zu tun ist. Welcher kleine Freund will helfen, diese Steine wegzuräumen? Plop. Gut, muss ich das jetzt einfach wieder anmarkern? So, das heißt... Normalerweise muss ich doch einfach nur hingehen und einen Hund aussuchen, ne? Aber das kann ich jetzt nicht, oder wie? Warte mal. Ach, hier. Ah, bei Jobs muss ich es wieder machen. Okay. Erforderlich für den Beginn 2 Gedönses. Das kann. Ja, der Hermes hat nur 1, genau. Das kann eigentlich jeder machen.
Vulpix hat schon mal gearbeitet. Ich glaube, wir sollten... Aber Vulpix ist eigentlich unser Arbeiterhund, ne? Wir schicken Vulpix. Das ist unser Arbeiterhund. Der gehört halt einfach zum... Der will arbeiten, der Hund. Ich kann es kaum erwarten, mit der Wurfscheibe zu spielen. Schauen wir uns nach den Materialien um, mit denen wir den Park bauen können. Na dann. Material. Ich durfte meinem Bruder immer beim COD zusehen. Super toll. Kappa. Das fandst du nicht schön? COD. Ein bisschen Code gucken. So kann man das aussprechen. 3 Stück brauchen wir. Das waren unsere Let's Plays. Ich habe meinem Vater oder meinem Cousin zugesehen. Deswegen ja. Tatsächlich gab es immer die Diskussionen, auch als Let's Plays angefangen haben. Wer guckt sich denn Let's Plays an? Wer guckt denn anderen Leuten beim Spielen zu? Es kamen viele Leute nicht auf den Trichter, dass das tatsächlich eine sehr, sehr beruhigende Sache sein kann. Oder beziehungsweise eine angenehme Sache, eine schöne Sache, einfach eine, ja, man erlebt eine gewisse Sache mit jemand anderem zusammen, selbst wenn diese Person nicht direkt mit mir befreundet ist oder ich halt eben total in Kontakt mit dieser Person bin. Wir erleben das halt einfach zusammen, irgendwie, auf irgendeine Art und Weise. Und das war schon irgendwie was Cooles. Aber viele Leute können das echt nicht nachvollziehen, weil sie sagen, ja, da spielt halt jemand anderes, was juckt mich das? Klar, das muss nicht unbedingt deins sein, du da draußen, der diese Meinung vertritt. Aber es ist tatsächlich gar nicht so unweit verbreitet, wie man an Let's Plays auf YouTube erkennen kann, ne? Oh oh. Du wirst das Eichhörnchen in Ruhe lassen. Was? Das hatten wir schon, oder? Das Tutorial war ein bisschen überflüssig, das hatten wir doch schon. Gut, dann hole ich mir das Zeug. Loben erstmal hier. Ja, wir sind gelobt. So. Dann brauchen wir noch was. Was ist dein Lieblings-Pokémon? Vulpix, tatsächlich. Wie es schon hier steht. Aber das habe ich nicht deswegen benannt, ne? Bei uns lebt noch der Game Boy Color und der Game Boy Advance mit sämtlichen Pokémon-Editionen. Alter, wie schön! Ich weiß noch, wir hatten mal ein Ding, ein super Nintendo. Den hat mein Bruder irgendwann mal verkauft. Und im Nachhinein betrachtet, ich hätte wahrscheinlich eh nie gespielt. Aber wenn es dann weg ist, dann triggert es einen so ein bisschen mal, ne? Wo man dann irgendwann mal sagt so, oh, jetzt nochmal ein Super Nintendo-Spiel? So ein altes, so Terranigma, Alter. Oh, ich würde so gerne mal wieder Terranigma spielen. So, jetzt haben wir unser Zeug gesammelt. Oh, so gern mal wieder Terranigma spielen. Das wäre so cool. Cool ist halt, dass ich mir dadurch jedes Spiel kaufen muss. Bei was? Bei Hamsterfan? Bei was jetzt? Was meinst du jetzt? In welchem Zusammenhang? Ich habe gerade mal hochgescrollt, ob ich die Nachricht noch irgendwo sehen kann. Das Spiel kostet auch einfach mal 40 Euro. Ja, dieses Spiel ist tatsächlich nicht ganz günstig. Mein Hund ist schon wieder geplatzt. Sollte man sich überlegen, aber es ist bestimmt irgendwann mal im Angebot, Leute. Oh, wow, der Park sieht toll aus. Zeit, mit der Wurfscheibe zu spielen. Oh ja! Da steht Scheibe mit B, Leute. Komm mal her, ich will dich mal streicheln. Du brauchst ein bisschen Liebe. Du brauchst ein bisschen Liebe. Wow, ja. Der juckt bestimmt unter der Mütze, ne? Ist bestimmt voll warm darunter. Leider nur Hunde dabei. Ja, das stimmt. Aber da musst du dir Hunde und Katzenbabys sagen. Beziehungsweise ist die Entwickler von diesem Spiel haben, glaube ich, noch ein anderes Spiel rausgebracht, wenn ich das richtig in den Kommentaren gelesen habe, wo halt eben auch Katzen dabei sind. Mach Sitz. Brav. Sunala, Dankeschön für den Follow. So, oh, guck mal, eine richtige Frisbee-Anlage. Ja, wie cool ist das denn? Ja, dann spielen wir mal, ne? Hier, mit dem Fidget Spinner. So, mal gucken. Woo! Da spinnt er. Woo! Nice. Hast du toll gemacht. So. Und... Fidget Spinner!
Ist einfach toll, wie das Gaming Menschen zusammenbringt. Ja, auf jeden Fall. Streamern, Zuschauern und da steht cool ist halt, dass ich mir dadurch nicht jedes Spiel... Ach so, oh, Entschuldigung, habe ich... Dadurch nicht jedes Spiel... Habe ich wieder falsch gelesen, es tut mir leid. Schon wieder so wahnsinnig laut, ne? Und Fidget! Kann man Fidget Spinner werfen? So, ich glaube, das reicht, ne? Oh, Inselfarm 01. Oh, hallo? Meine Familie und ich finden eure Insel tierisch gut. Es ist so schön ruhig hier. Als wir ankamen, hatten wir allerdings ein paar Probleme und haben uns verlaufen. Was soll ich sagen? Mit Karten konnte ich noch nie gut umgehen. Vielleicht könnte es für zukünftige Besucher jemand geben, der sie herumführt und dem sie Fragen stellen können. Ist nur eine Idee. Weißt du was? Wir könnten auf jeden Fall einen Park Ranger gebrauchen, der die Besucher begrüßt und ihnen hilft. Sollen wir jetzt einen Hund als Park Ranger ausbilden oder was? Und ich habe einen Freund, der Welpen für einen Beruf trainiert. Der kann ein paar Experten schicken, die die Aufsicht übernehmen und allen zeigen, wie es läuft. Als erstes müssen wir aber den perfekten Platz für eine Ranger-Station finden. Alter, krass. Jetzt brauchen wir noch eine Ranger-Station. Jetzt gehen wir erstmal den Hund baden zu Hause, ne? Der Arme, der ist schon wieder richtig dreckig. Du kannst doch eh nicht lesen. Ja, tatsächlich. Also gerade meistens überfliege ich die Sachen halt einfach mal so, weil ich dann immer wieder aufs Gameplay noch achte und so. Dann überlese ich gerne mal ein bisschen was. Und ich habe einen neuen Hund, Leute. Guck mal. Ich habe einen neuen Hund. Soll ich den nach euch benennen? Möchte jemand ein Hund sein? Lauri, guten Abend. Das Irrenhaus, hä? Ei, ist es ein Dalmatiner? Nee, ich habe einfach nur nicht richtig geputzt. Was ist der Unterschied zum ersten Little Freds? Ich habe keine Ahnung. Ganz ehrlich, weiß ich nicht. Ja, ich will gerne einen Hund. Ja, ich bitte. Ein Perdi, genau. Okay, Little Angel hat als erstes geschrieben, deswegen nenne ich jetzt... Wer zuerst kommt, mal zuerst mache ich jetzt einfach. So. Little Angel. Little Angel. Passt ja, ne? Ist ein süßer kleiner Engel, den wir hier haben. Oh. Bitteschön. Nach Little Angel pfeifen. Komm her, Little Angel. Ja, komm her. Oh, guck mal, wie die Ohren. Die Ohren hat er so angelegt. Oh, voll süß. Jo, Little Angel. Aber ich muss das andere Tier noch baden. Hier. Hermes muss noch gebadet werden. Oh, jetzt haben wir so viele Pakete ausgeliefert. Richtig dreckig geworden, ne? Wo ist der Panda? Und der kommt bestimmt auch noch. Ja. Schrubbeli-Schrubb-Schrubb. Ihr dürft alle ein Hund sein, aber leider kann ich nur immer einen nach der Reihe nehmen, ne? So, ich müsste unseren Little Angel allerdings auch noch dekorieren, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon tun sollte. Vielleicht einfach neue Klamotten kaufen. Da, 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 da. Wow. Neue Orte gekriegt. So, hat irgendjemand Hunger von euch? Also auch im Stream. Apropos. Boah, ich krieg langsam wirklich ein kleines Fingerchen. Ich esse ein paar M&Ms. Nee, das sind gar keine M&Ms. Es sind Schokolinsen, um die Marke nicht zu nennen, okay? Phoenix, danke, dass du da warst. Ciao. Du bekommst Nassfutter. Du bist schon trocken genug. Ah nee, der hat gar gebadet, ne? Muss doch noch feucht sein. Also ich habe nachgeguckt, mit Katzen finde ich leider nichts schade. Vielleicht fügen sie ja noch andere Tiere ein. Könnte sein. Vielleicht. Okay, wollen wir unserem kleinen Hündchen Little Angel ein paar neue Klamotten besorgen? Sollen wir das mal tun? Machen wir das doch mal. Little Angel kriegt neue Klamotten. Viele, viele bunte Smarties. Toll, jetzt haben wir noch Werbung gemacht. Dann nehme ich halt die anderen Gummibärchen. Aber keine Gewähr darauf, dass es hübsch ist. Ich habe manchmal ein bisschen so das Handling, dass ich Hunde gerne mal
Nee, eigentlich alle Charakter in sämtlichen Spielen, die ich spiele, verhunze ich vom Aussehen her. Haribo macht Kinder froh. Hunde und Erwachsene ebenso, habe ich damals wirklich verstanden. So, Kostümverleih. Ich habe nicht so viel Kohle, aber der ist drin, oder? Das habe ich verpasst, ich weiß alles. Das hast du verpasst. Elton John, der Hund. Ja, aber die passt aber besser vom Styling her. Ja, also ich finde, das hat wirklich Stil. Ein Fasnachtshund. Faschingshund. Hier mit so einem... Oh, guck mal. Ist das nicht schön? Oh. Ja, du hast recht, Hoffi. Das ist nicht schön. Gott. Ich will die Häschen, aber sie sind zu teuer. Eigentlich die da, ne? Die haben die falsche Farbe, ist egal. Shelly, danke, dass du da warst. Ciao. Oh Gott. Ein Traum in Rosa. Gott. Ich sehe ein paar neue Namen hier im Chat. Ist schön. Ja, Lauri, das stimmt. Tatsächlich sind ein paar neue Leute dazugekommen. Finde ich auch sehr, sehr toll. Ich hoffe, ihr habt Spaß, Leute. Wir sind eine sehr, 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 sehr freundliche Community. Wir nehmen alle immer gerne auf. Außer ihr nervt und seid kacke. Dann nicht. So. Jetzt gehen wir erstmal mit unserem Hundi. Oh. Nein, oh nein. Ah. Leute, ich überlege, ob ich demnächst meine Switch und Joy-Cons einschicke, aber die verlangen pro Joy-Con 20 Euro. Oder doch lieber neue Joy-Cons kaufen für das Geld. Ja, gut. Es ist halt ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert, wegen dem Joy-Con-Drift meinst du wahrscheinlich, ne? Ich habe damit gelebt, tatsächlich. Also, beziehungsweise ich lebe einfach damit, mit dem Joy-Con-Drift. Ich akzeptiere ihn einfach. Ist auch nicht unbedingt gerade richtig, aber es ist bei mir wirklich so. Ich akzeptiere ihn einfach. Wir haben einen Platz gefunden, oder was meinst du? Ah, da ist ein anderer Hund. Schon wieder ein neuer Hund? Alter, wie viele Hunde finde ich hier? Von diesen immer an denselben Stellen, ne? Vorsichtig. Leute, vorsichtig. X. Was ist denn für ein Hund? Ich sehe ihn gar nicht. Ein Mops! Ich habe Mops gefunden. Oh, wer möchte der Mops sein? Aber es dauert noch ein bisschen, bis ich den bade. Hab noch ein bisschen Zeit. Es ist ein Mops. Oh. Oh. Ein ordentlicher Schiss. Ich will diese Pastell-Joy-Cons haben. Die sehen so hübsch aus. Ja, schon. Ganz ehrlich, Leute. Ich glaube, man kann so viel Geld da liegen lassen. Man muss sich, glaube ich, ein bisschen zusammenreißen. Ich habe mir auch mal zwei zusätzliche Joy-Cons geholt. Einfach aber wegen aus praktikablen Gründen, wenn meine Freunde da sind und man halt eben zusammen ein bisschen was zocken will und so. Ich glaube, es lohnt sich nicht wirklich immer, die es ist so Geldmacherei, die sind halt so wahnsinnig teuer, Leute. Da würde ich an eurer Stelle nicht so viel Geld für Joy-Cons ausgeben. Das ist halt irgendwie echt ein bisschen arg übertrieben teuer immer, das finde ich jetzt zumindest. So, den Bereich da vorne, den können wir tatsächlich noch nicht freischalten. Dafür muss ich einen anderen Hund mitnehmen, ne? Also da brauchen wir bessere Werte. Ne? Ja. Little Angel ist nicht bereit. Dann gehen wir jetzt wieder zurück nach Hause und nehmen einfach einen anderen Hund mit, der bereit ist für sowas. Gibt es ein Spiel, das du gar nicht magst? Ich spiele eigentlich so gut wie gar keine Sportspiele. FIFA zum Beispiel, kannst du jagen mit sowas. Ist überhaupt nicht meins.
Der Mops. Ich nenne ihn Klops. Ich wollte doch nach euch benennen. Und guck mal, oh, wie süß. Wer möchte der Mops sein? Ring Fit Just Dance. Schwarze Rose. Du warst zuerst dran. Okay, warte. Aber dann nenne ich ihn... kann ich ihn Schwarze Rose nennen? Tatsächlich, es geht sogar, ne? Opa. Warte, Y. Hä? Eigentlich war Hamster-Fan als erstes? Wo? Habe ich was übersehen? Ach, da oben! Ah, stimmt, Hamster-Fan. Oh, Entschuldigung, habe ich überlegen. Entschuldigung, Schwarze Rose. Hamster-Fan war zuerst. Da hat sie vorhin schon geschrieben. Entschuldigung. Entschuldigung. Dann ist es jetzt ein Hamster-Fan. Mops-Fan. Man's nennt. So. Oh, ja, so süßer Mops. So süßer Mops. Oh. Er hat einen weißen Popo. Ist das nicht süß?